Ja, moin ihr Lieben, hier ist die nordische Sprotte im Dauergenervzustand an ihrem Lieblingsplatz, der langsam ehrlich gesagt zum Gefängnis wird. Also ich weiß nicht, ist im Moment alles nicht so toll mit mir. Ich habe ja mit Ritalin angefangen, das nehme ich jetzt schon eher unregelmäßig, weil es die gute Wirkung, die es am Anfang hatte, nicht mehr hat. Und ich muss zugeben, ich bedauere diesen Gewöhnungseffekt, der leider das Positive am Anfang wirklich zunichte macht. Das war, denke ich, auch der Grund, warum ich vor langer, langer Zeit, als ich das Ritalin schon mal genommen habe, damit aufgehört habe. Ja, ich bin mir immer nicht sicher, in was für einer Krise ich mal wieder stecke. Es gibt ja durch dieses ADHS eine exekutive Dysfunktion. Das heißt, dadurch, dass ich einen gestörten Stoffwechsel im Gehirn habe, zu wenig Dopamin und, oh Gott, wie heißt das andere? Neuroadrenalin? Irgendwie so. Fehlen mir sozusagen Botenstoffe. Das heißt, Nervenreize werden nicht weitergegeben oder können nur vermindert weitergegeben werden. Das heißt, der vordere Bereich des Gehirns, da wo Sachen entschieden werden, so ich mache jetzt einfach sauber. Also egal was man macht, das sind ja Nervenreize. Also ich mache sauber, ich räume auf oder ich mache irgendwas Schönes, ich lese, ich stricke. Das sind ja alles im Prinzip Nervenreize und das entscheidet sich im vorderen Gehirnbereich. Und der ist bei Menschen mit ADHS weniger durchblutet und es fehlen einfach an diesen Neurotransmittern. Ach, ich weiß es immer nicht. Ich kann es mir leider immer alles nicht merken. Es fehlen Stoffe, die die Nervenreize weiterleiten. Es gibt ja immer so kleine Lücken zwischen den Nerven und die werden dann, die Nervenreize, die müssen halt auf andere Stoffe aufspringen und werden dann weitergeleitet. Und das funktioniert nicht. Also exekutive Dysfunktion, so fühle ich mich auch, genau wie sich dieses Wort eigentlich ausspricht. Das heißt, ich sitze hier, beschäftige mich die ganze Zeit mit irgendwas, was im Laufe des Tages dann auch keinen Spaß mehr macht, aber ich schaffe es einfach nicht aufzustehen und es zu tun. Und ich bin abends so erschöpft, dass ich wirklich nur noch ins Bett falle. Und ich habe auf einer Seite bei einer Frau, es war eine jüngere Frau, mal gelesen, das ist, als wenn man auf den Startschuss wartet. Und genau so fühle ich mich. Ich fühle mich, als wenn ich auf den Startschuss warte und das den ganzen Tag. Zwischendurch kriege ich das ja hin, dass ich aufstehe und rausgehe oder was weiß ich, auf der Straße spazieren gehe bei uns oder ich Fahrrad fahre. Und das ist im Moment halt aber so, dass ich das kaum schaffe. Und leider führt das Ritalin auch nicht dazu. Ich kriege zwar jede Menge, also nicht jede Menge, einen vermehrten Herzschlag, aber nicht die Kurve rauszugehen. Also es funktioniert bei mir nicht, außer dass ich das Gefühl habe, dass mein Herz mehr bubbert, bringt es nicht viel. Also werde ich es wahrscheinlich auch nur immer, wenn ich meine, jetzt geht es ganz rund in meinem Kopf, werde ich es nehmen, weil es den Kopf ja ein bisschen ruhig stellt, dass es nicht ganz so durcheinander geht. Aber so hat es einfach keinen Zweck. Und das ist so schade. Also ich habe mich wirklich anderthalb Wochen mal richtig gut gefühlt, also normal gefühlt. Ich konnte also im Rahmen meiner Kräfte, die mir die Fibro übrig gelassen hat, konnte ich wirklich Sachen erledigen und es hat wieder Spaß gemacht. Aber wie gesagt, im Moment, mein Mann und ich, wir haben so tolle Ideen und würden gern was machen. Und ich sitze hier und fühle mich schon wieder mit allem überfordert. Es ist wirklich zum Heulen. Es macht so wenig Spaß. Und jetzt merke ich schon wieder, wie sie sich unter Druck aufbaut, weil wir haben draußen Sonnenschein, wenig Wind,
nur so ein laues Lüftchen und es ist total schönes Wetter draußen. Nachdem wir jetzt gestern Regen und Sturm und alles durcheinander hatten, was nicht so schön war. Aber jetzt denke ich schon mal, du musst raus, du musst raus. Ja, ist sehr kontraproduktiv, wenn man hier ohnehin festsitzt. Ja, ich weiß immer gar nicht, wie man das so beschreiben kann. Ich habe zu Sachen Lust und kann sie nicht machen. Ich habe mir auch wieder was bestellt, so eine Keramikknetmasse und das ganze Werkzeug dazu. Also, das ist ja das Schlimme, man kriegt ja alles. Weil ich so eine Idee hatte, die zu der Idee passte, die mein Mann und ich hatten oder haben. Ja, das liegt jetzt auf dem Tisch und ich schaffe es nicht, mich dahinzusetzen und anzufangen und einfach mal nur so ein bisschen ohne Druck ja, vor mich hinzutüdeln. Ich habe das Gefühl, alles, was ich machen möchte oder machen müsste, geschieht unter Druck. Und schon passiert gar nichts. Das ist wirklich, ja. Ich gehe zum Staubsauger, möchte staubsaugen und man kann ihn nicht anfassen. Und kann nicht weitermachen. Das ist so ähnlich wie, also sagen wir mal so, ich kenne es so von der Depression, als ich mal eine sehr starke depressive Phase als junge Frau hatte und noch kein Antidepressivum genommen habe, war es auch so. Da stand ich vor meinem Bügelbrett, wollte meine Klamotten bügeln und es ging nicht. Ich war nicht in der Lage, das Bügeleisen in die Steckdose zu stecken und anzufangen. Also komplett gebremst. Ich weiß es nicht, also. Ich nehme Antidepressiva und daran könnte es eigentlich nicht liegen, aber ich kriege nichts gebacken. Und das ist etwas, was extrem belastend ist, muss ich sagen. Weil es mangelt ja nicht an Ideen, Möglichkeiten. Ich habe es hier eigentlich so schön und habe alles, ich habe alles, was ich bräuchte, um Sachen zu basteln, die mir Spaß machen. Ich habe ein total cooles Leben. Ich habe einen tollen Mann. Ich wohne hier sehr schön. Und ich kann nichts machen. Und ich sitze hier in meinem Sessel. Und das ist so unglaublich frustrierend. Wenn man richtig starke Fibro hat mit Schmerzen, geht es euch ja sicherlich ähnlich. Man möchte gern was machen, aber aufgrund der Schmerzen geht irgendwie gar nichts oder weil man sich so kaputt fühlt. Ich habe zwar auch wieder ein bisschen mehr Schmerzen, nachdem ich mit dem Guafenidin aufgehört habe, aber das geht alles noch. Also die Schmerzen entstehen bei mir auch durch Nichtstun, also dadurch, dass ich mich zu wenig bewege. Und das ist einfach so nervig. Jetzt haut meine Katze gegen die Kamera. Movie. Und du musst nicht alles markieren. Muss sie doch. Ja. Also das ist im Moment wirklich mein großes Problem. Und ich hatte auch schon Angst, dass ich wieder kein Video auf die Reihe kriege. Es ist nervig. Es ist so nervig. Ich bin so. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist so eine Ohnmacht. Also ich fühle mich ohnmächtig. Dich gegenüber meinem Kopf, meinem Körper, alles will nicht so, wie ich will, aber was ist denn das Ich? Was? Es ist ja eigentlich alles eins. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier bin und hier ist Körper und der Kopf und die Verbindung stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung, es nervt. So. Jetzt habe ich genug gejammert. Es tut mir leid, dass ich wieder gejammert habe, aber dieses, ja, nichts auf die Kette kriegen, es ist so ätzend. Ja, ich wünsche euch trotz allem eine schöne nächste Woche und ich hoffe auch, dass ich heute noch ein bisschen was auf die Reihe kriege. Ich gucke mal, es ist gleich 2:30 und ich glaube, ich werde mich einfach nach draußen prügeln und dann stehe ich da halt in der Sonne. Auch egal. Ich wünsche euch was. Tschüss.